Hallo und moin, moin meine Damen und Herren. Herzlich willkommen mal wieder bei Lass mal schnacken auf dem gelben Sofa. Heute haben wir eine ganz besondere Dame mit einem ganz besonderen Job. Und da freue ich mich drauf, Frau Margarete Lass, Cowork Managerin. Sagt ihm wahrscheinlich nicht viel oder möglicherweise doch. Aber das werden Sie ja im Laufe des Gesprächs noch erfahren, was sie macht. Hochinteressant und freue mich, dass sie bei mir ist. Begrüße Sie ganz herzlich. Mara, grüße dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein, Gerd. Vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. So, wir kommen zu deinem Job gleich, aber wir müssen leider immer das Thema Corona, das kriegen wir wahrscheinlich niemals vom Tisch. Mhm. Mal ganz kurz beginnen, hast du darunter irgendwie leiden müssen? Ich denke mal, jeder hatte gewisse Einschränkungen, unter denen er leiden musste. Aber wir sind sehr gut durch die Corona-Zeit gekommen. Also auch schon bedingt durch unser Wohnumfeld. Wir wohnen sehr ländlich. Das ist jetzt privat. Und jetzt im Arbeitsbereich? Im Arbeitsbereich war ich zu der Zeit noch in Elternzeit. Das heißt, da habe ich nicht so viel von mitbekommen. Natürlich bei meinem Mann, der hat sehr viel Homeoffice gemacht zu der Zeit. Ja. Aber ansonsten... Ich habe erst nach den ganzen Corona-Lockdowns angefangen zu arbeiten. Das also natürlich hat man davon dann noch ein bisschen was mitbekommen, von den Nachwirkungen, aber jetzt direkt nicht. Und dann war das eigentlich eine ideale Zeit, ne? Es war perfekt, ja. Besser geht's ja gar nicht. Nein, ne? Das war sehr gut. Das war toll. Ja, deswegen hatten wir auch keine Probleme mit Kindern und ja, so weiter, mit der Betreuung. Wunderbar. Gut, konntest dich schön um deine Kinder immer kümmern und das war ja grandios. Ja. 17.03.1980 in Bromberg. Jetzt möchte ich gerne wissen, wo das ist. 7.03. Bromberg ist in Polen. Ja. Ziemlich zentral. Ostpreußen. Ja. Und wie lange da deine Jugend verbracht? 8 Jahre habe ich dort gewohnt. 8 Jahre? Gelebt, ja. Bin da auch das erste Jahr zur Schule gegangen. Ja. Und bin mit 8 dann nach Göttingen mit meinen Eltern ausgesiedelt und dort in die zweite Klasse der Grundschule gekommen. Also da hast du dann weitergemacht. Ja. Da hast du deine Kindheit, sag ich mal so, deine frühe Kindheit in Polen verbracht, ne? Ja. War das schön? Durchwachsen. Also als Kind nimmt man, glaube ich, viele Sachen sowieso nicht so richtig wahr oder empfindet sie anders, ja, als Erwachsene das wahrnehmen. Ja, das stimmt. Im Nachhinein. So im Erwachsenenalter, wenn man so über Sachen nachreflektiert, wird einem auch vieles bewusst und klar. Aber ich glaube, als Kind habe ich das nicht so alles wahrgenommen. Aber es war, es gab auch durchaus unangenehme Sachen, die mit dem Leben dort damals verbunden waren. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, Göttingen war dann die Grundschule und dann hast du nach den 4 Jahren Grundschule dann in eine höhere gewechselt. Ja, in Niedersachsen gab es damals ein anderes Schulsystem. Und zwar ging man nach der Grundschule erstmal 2 Jahre, also 5., 6. Klasse, auf die Orientierungsstufe und ist dort von dort aus erst auf Hauptrealschule und aufs Gymnasium gekommen. Das war hier in Schleswig-Holstein ein bisschen anders, da ging es ja direkt nach der 4. Klasse los. Und ich bin auf die Orientierungsstufe gekommen, auf die Bonifatius-Schule, eine katholische. Hatte eine sehr schöne Zeit dort, muss ich sagen. Ja, ja. Und mit Abi-Abschluss? Also damals noch nicht. Ich bin erstmal dann aufs Gymnasium gegangen. Ach so. In Göttingen und dann sind wir, als ich in die 8. Klasse gekommen bin, sind wir nach Kiel gezogen. Ah, nach Kiel? Genau. Aus welchem Grund? Weil mein Vater beruflich schon länger in Kiel zu tun hatte. Ach so. Wir wollten zwar alle nicht nach Kiel ziehen, aber wir mussten uns dann beugen und sind dann mit der ganzen Meute nach Kiel gezogen. Okay. Aber dann hast du ja deine Schulzeit beendet mit Abi hier in Kiel. Und wo, auf welchem Gymnasium? Ich war erst auf der Käthe-Kollwitz-Schule und habe dann auf der IGS mein Abi gemacht. Habe gewechselt im 11. Jahrgang. Okay, also auch zufrieden mit Abschluss? Ja, sehr. Sehr zufrieden. Du, gut, wir wollen keine Zahl wissen, nur zufrieden. Ja. Das ist ja immer wichtig. Was hast du dann gemacht? Oftmals ist das so, Abitur und dann muss man erstmal eine große Reise machen. Oder hast du dann irgendwie erstmal gejobbt oder was? Ich habe in der Schulzeit schon ganz viel gearbeitet. Immer gejobbt, 1000 Sachen gemacht. Und nach dem Abi habe ich irgendwie so viel mit der Schule und allem zu tun gehabt, dass ich erstmal da stand und gar nicht wusste, was ich machen sollte. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann gehe ich jetzt studieren.
Ach so. Und habe Spanisch, Französisch, auch Deutsch auf Magister, romanische Philologie nannte sich das, studiert, ohne mir wirklich Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt eine sinnvolle Entscheidung ist oder nicht. Also das war so eine kurze Entschlossenheit. Ja, ich wollte Sprachen studieren. Also eigentlich war mein ursprünglicher Lebensplan auch ein anderer. Ich wollte eigentlich ins Ausland, habe ich gedacht. Dann lernte ich aber bereits zu Beginn meines Studiums meinen Ehemann kennen. Also meinen jetzigen Ehemann, damals noch Freund. Und so entwickelte sich das Leben dann ganz anders. Also im Ausland hätte ich mit dem Studium durchaus was anfangen können. In Deutschland war das Ganze schwierig. Das war 2002, ne? Ja. Okay. Und dann hast du dich, wie gesagt, studiert. Und hat man gerade gehört, was du studiert hast. Und hast du das Studium dann auch zu Ende gebracht? Spanisch und Französisch war ich scheinfrei. Ich hatte allerdings als Nebenfach ältere deutsche Literatur. Und das war nicht mein glücklichstes Fach. Es war zu dem Zeitpunkt, wurden auch die Studiengänge umgestellt von Magister auf Bachelor und Master. Ja. Und als ich durch meine Abschlussprüfung in älterer deutscher Literatur gefallen bin, durfte ich die Prüfung nicht wiederholen und habe meinen Magisterstatus verloren. Ach so, gut. Und hätte dann auf Bachelor umschreiben müssen und da hatte ich gerade irgendwie nicht so die Muße zu. War denn nicht so dein Ding? Nee, es hat mich viel Energie gekostet, muss ich sagen. Es war auch eine tolle Zeit. Ich hatte sehr schöne Auslandsaufenthalte und habe sehr viel mitgenommen und erlebt und auch viel gearbeitet und auch tolle Sachen gemacht. Aber dann war irgendwie, ich habe für Deutsch sehr viel gelernt, aber war nicht meins. Also funktionierte nicht. Ja gut, okay, verstehe ich auch. Das muss dann schon richtig passen. Und wenn das dann nicht so ist, dann ist ja auch das Wollen nicht so dahinter. Ne? Ja, und es lief irgendwie so alles ganz entspannt. Ja. Und dann kam so der große Hammer. Und ich habe gedacht, ich wusste auch gar nicht, was da gerade passiert war. Muss erst mal klarkommen. Und habe dann erst mal das Studium pausiert. Habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch im Casino als Croupier gearbeitet. Dann habe ich über Umwege angefangen, bei der Lebensart zu arbeiten. Und habe Veranstaltungsleitung im Felder Seegarten gemacht, bei uns in Felde um die Ecke. Das war ein super, super schöner Laden, so ein ganz alteingesessenes Restaurant mit einem ganz großen Garten zu einem See hinaus. Mit einem ganz großen Saal und also wirklich ein kleiner Traum. Und habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Und dort konnte ich nachher auch die Restaurantleitung übernehmen. Das heißt, ich habe mir zu dem Zeitpunkt über mein Studium nicht so viele Gedanken gemacht, sondern habe mich eher so über meine Jobs gefreut, weil das eine wirklich super tolle, aufregende Zeit gewesen ist. Also das ist große Lokal, da war es direkt am See jetzt, ne? Genau. Am Felder Seegarten. Ja, da hatten wir viele, da waren immer tolle Veranstaltungen, ne? Super tolle. Wir hatten ganz viele Lesungen mit Stürwohlt, also auch so regionale Geschichten. Ach so, Matthias, wir hatten Konzerte, wir hatten Ü30-Partys, wir hatten Hochzeiten, Taufen und alles, was dazugehört. Also es war wirklich super anstrengend, ist mit Familie nicht vereinbar, aber es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Es hat Gastronomie ist so eine Sache für sich, ne? Ja, das Problem ist, man arbeitet immer dann, wenn alle frei haben. Das heißt, Silvester, Weihnachten und diese ganzen Zeiten, da war ich immer am fleißigsten, weil man zu den Zeitpunkten natürlich am meisten Geld machen kann. Ja. Was mein Mann jetzt nicht so sonderlich gut gefallen hat, wie man einfach sagen muss. Aber mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, weil man immer was Neues hatte, immer was Aufregendes. Zu dem Zeitpunkt gab es auch nicht das Problem mit Personal, sondern es gab immer genügend Personal. Und das ist jetzt gerade so der Riesenknackpunkt in der Gastronomie. Ja. Wenn man aber gute Leute hat, auf die man sich verlassen kann, und wir hatten echt ein super tolles Team in der Küche und ein tolles Team im Service, dann macht das auch richtig Spaß. Auch wenn es hart ist und auch wenn man wenig schläft manchmal, ist es toll. Und man hat die Möglichkeit, Sachen vom ersten Augenblick, also von der Vorstellung der Gäste, die sagen, ja, wir haben eine Riesenhochzeit und es kommen 120 Leute und wir wollen dies und wir wollen jenes, komplett alles durchzuplanen, so, und dann sitzt man am letzten Tag da und das Brautpaar kommt rein und man kann das verwirklichen, was sie sich quasi am Anfang vorgestellt haben. Das war wirklich super, habe ich sehr gerne gemacht. Schöne Arbeit. Ja. Wie lange hast du das gemacht? Oh, ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, mit Veranstaltungsplanung und so nachher die 4 Jahre, 5 Jahre, irgendwie so um den Dreh. Aber dann war irgendwie Schluss, ne? Gab es einen besonderen Grund? Ja, es gab einen besonderen Grund. Der Besitzer
der Laden ist nachher in Pacht übergegangen, weil wir hatten nachher den Veranstaltungskalender zwar voll, aber es ist sehr schwierig gewesen, das Ganze durchzufinanzieren durch die Personalkosten, weil wir keinen Saisonbetrieb hatten, sondern das ganze Jahr über alle Angestellten hatten und wir hatten auch viele Festangestellte. Und die Saison ist aber relativ kurz, also man hat natürlich die Winterzeit und man hat die Taufen und dann boomt der Laden, aber wir hatten Probleme im Tagesgeschäft. Nachher füllte sich dann zwar der Kalender mit Veranstaltungen, auch wirklich so, dass wir eine Doppelbelegung hatten an den Wochenenden, aber es reichte dann irgendwann nicht mehr aus und er hatte auch keine Muße mehr, die waren schon länger dabei und ja, so ging der Laden dann in Pacht über und genau. Wurde denn geschlossen oder? Nee, ist nicht geschlossen worden, ist übernommen worden. Ach so. Ich habe allerdings vergessen, wie der Caterer hieß und das war aber auch eine kurze Geschichte. Die auch haben, eine kurze. Die sind, ich kann es gar nicht so genau sagen, aber ich glaube, die hatten nicht so eine Erfolgsgeschichte. Dann war es aber irgendwann mal dicht, den hatte ich mal gelesen, ne? Ja, der Laden, da hatte der Besitzer sehr viel Glück. Ja. Zu dem Zeitpunkt so wurden händeringend Räumlichkeiten für Flüchtlinge gesucht und der Felder Seegarten konnte komplett restauriert werden. Da waren auch einige Lücken im Bereich Restaurierung, da musste auch ordentlich was gemacht werden. Mhm. Und das ist alles komplett neu gemacht worden, dann sind da Flüchtlinge reingekommen, untergebracht worden. Das ist immer noch so. Ich bin mir nicht sicher, wie der aktuelle Stand ist. Ich glaube, da sind nur noch wenige Familien. Ja. Einige haben sich bei uns auch niedergelassen und wohnen jetzt in Felde. Schön. Und wir haben einen Postboten und so weiter. Und ja, ist total schön. Finde ich toll, ja. Felde ist auch einfach toll, ja, muss man sagen. Ja, da hast du recht. Das liegt ja wunderschön. Ja. Marga, jetzt war das Kapitel beendet. So, was kam jetzt? Jetzt sicherlich hattest du schon irgendwas im Sinn, was du weitermachen wolltest? Oder musstest du dann erstmal eine Zeit aussetzen und überlegen, so, was mache ich jetzt? Ja, bei mir ist es immer so gewesen, dass ich irgendwie so Sachen, weiß ich nicht, die haben sich dann so die Hand gereicht. Also die Dinge, die ich immer versucht habe, auf Biegen und Brechen zu erzwingen, die haben dann nicht funktioniert. So wie, ich mache jetzt mal ältere deutsche Literatur, das war halt dann halt nicht so. Aber der Rest, wenn ich so alles habe auf mich zukommen lassen, das hat meistens dann funktioniert. Und ich kann auch gar nicht mehr so genau sagen, wie das passiert ist. Ich bin irgendwie bei einem Radiosender gelandet, habe da in der Redaktion, also redaktionelle Tätigkeiten gemacht. Und habe mir dann überlegt, okay, vielleicht mache ich dann ja irgendwas Sinnvolles mit meinem Studium. Und habe auf Lehramt umgeschrieben und habe dann weiter studiert. Ja, und dann kam das erste Kind. Ich war auch sehr fleißig im Studium. Ich hab, also mir fehlten am Ende, glaube ich, 2 Scheine, die mir jetzt, ja genau. Und dann kam unser erster Sohn, Titus, der ist jetzt gerade eingeschult worden. Und dann habe ich zwischendrin wieder gearbeitet, habe beim Studium weitergemacht und dann kam das zweite Kind, wie das so ist. Der ist jetzt gerade 3 geworden, dann kam Corona und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendwie wieder was machen. Und genau. Wieder glücklicher Zufall im Technik- und Ökologiezentrum in Eckernförde. Das ist ein Gründerzentrum. Darf ich muss da noch mal ganz kurz. Ja. Studium hast du dann aber nicht beendet, nicht? Das ja, ich bin noch eingeschrieben. Also eigentlich war der Plan, ich mache das jetzt immer noch. Fertig. Ja. Aber familiär ist das ja schlecht, ne? Ja, genau. Oder das hast du abgeschrieben, oder? Das Studium? Ja. Ach, weiß ich nicht. Es ist eigentlich, das ist nicht mehr viel, was ich da jetzt leisten müsste. Das Problem ist, ich müsste halt sehr viel lernen, um wieder an diesen Punkt zu kommen. Ja. Und das ist durch Corona und so weiter doch relativ untergegangen. Und wir hatten sogar die Möglichkeit, online in der Corona-Zeit an den Seminaren teilzunehmen. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Also wenn man 2 kleine Kinder im Hintergrund hat, dann ist es relativ schwierig. Und ich habe das 2 Semester hintereinander versucht, irgendwie wieder aufzunehmen. Jetzt muss ich gucken. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, bis die, glaube ich, ein bisschen größer sind beide. Und dann hat man da auch ein bisschen mehr Ruhe zu, sodass man das jetzt auch neben dem Job noch machen könnte. Und das, was du jetzt machst, das füllt dich aus? Ja, super. Tatsächlich. Sehr, sehr, sehr schöner Job. Und wie hat sich das denn ergeben? Da bin ich jetzt gerade gar nicht so richtig zugekommen. Ja, ich habe meine Fühler so ein bisschen ausgestreckt und mein Mann erzählte mir dann, dass im Gründerzentrum in Tötz in Eckernförde eine neue Stelle ausgeschrieben wird. Dort wurde ein Coworking Space im Rahmen eines Projekts zur Erschließung des ländlichen Raumes eröffnet. Und dort
ich weiß es nicht. Ich weiß, kann nicht sagen, was mit meiner Vorgängerin passiert ist, aber ich habe mich dann dort vorgestellt, habe eine Bewerbung hingeschrieben, habe mich vorgestellt und dann war ich drin. War auch vorher gar nicht im Thema und hatte eigentlich gar nicht so Ahnung, was auf mich zukommt. Aber viele Dinge, die ich vorher in meinem Leben gemacht habe, passten und ich bin auch ein relativ offener Typ. Muss viel kommunikativ mit anderen Menschen arbeiten und das, ja, passt. Passt. Ja. Oder hat gut gepasst. Ja, super. Und dann mit allem zufrieden. Aber immer so eine Fahrerei, mal hin und her, ne? Die Fahrerei ist auch ein bisschen, ja, lästig. Ja, es ist, also Eckernförde-Felde ist eine anstrengende Strecke. Ja, allerdings. Und ich mache das jetzt aber so, dass ich über die Fähre in Seestedt fahre und das ist entspannt. Das ist total schön. Manchmal muss man da 5 Minuten warten, bis die Fähre dann wieder da ist. Ja. Aber man ist nicht versucht, sich auf der Landstraße umzubringen, weil man von einem mit 50 zum nächsten tingelt. Das ist echt klar. Wir kommen jetzt mal zu deiner Tätigkeit. Ich hatte das vorher schon mal gesagt, Coworkmanagerin, das kennen natürlich viele nicht. Ja. Erzähl doch mal, wie so ein Ablauf ist. Ich stelle mir das jetzt mal so vor, wenn ich denke, dass es richtig ist. Ich habe da so eine Idee, mich selbstständig zu machen. Genau. Komm zu dir und nimm deine Hilfe dazu. Ist das richtig? Ja, es sind jetzt nicht nur, also wir wenden uns jetzt nicht nur an Selbstständige. Also das Gründerzentrum in Eckernförde ist ja sowieso so eine, ja, sind Räumlichkeiten, die für kleines Geld mit viel Unterstützung für Gründerinnen und Gründer angemietet werden können. Das Angebot richtet sich dann tatsächlich explizit an solche, an die, solche Menschen wollte ich gerade sagen, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und das Coworking Space und schließt eigentlich eine größere Gruppe, weil also gerade Corona-bedingt arbeiten viele zu Hause, sind klein, Selbstständige oder haben eine Idee und möchten gerne mit kleinem Geld irgendwas anfangen oder arbeiten sowieso schon die ganze Zeit zu Hause und sind damit nicht ganz zufrieden mit der Situation, weil sie nicht genug Ruhe haben, sich nicht fokussieren können oder ihnen schnelles Internet oder irgendwas anderes fehlt. Ja. Und da kommen wir und bieten Arbeitsplätze. Ist auch gerade großes Thema, weil groß gefragt, wir sind auch gut besucht. Wir haben, eigentlich sind wir voll. Wir haben 10 Arbeitsplätze und die sind auch soweit ausgebucht. Und wenn jemand geht, kommt ein neuer. Wir haben viele Tagesgäste. Ja, läuft. Okay, wenn jetzt so eine Beratungszeit zu Ende ist und ihr erfahrt dann, der hat sich irgendwo selbstständig gemacht und habt ihr dann mal so ein Feedback, was daraus geworden ist oder gibt es auch mal so ein Dankeschön oder hört man dann nichts mehr davon? Ach, das ist unterschiedlich. Also so oder so. Manche, manche gehen ohne was zu sagen und schreiben auch so eine Kündigung. Andere bedanken sich herzlich. Und wir haben aber auch Fälle, in denen wir Coworker, also von einem kleinen Arbeitsplatz, in ein Büro weitervermittelt haben, die sich bei uns in Eckernförde weiter angesiedelt haben und gewachsen sind. Und die sind dann auch als Firma dann aus dem Tötz ausgezogen. Das gibt's auch. Wir haben aber auch Menschen, die bei uns Büros angemietet haben und das Coworking Space für ihre Mitarbeiter nutzen. Oder fremde Firmen, die für ihre Mitarbeiter das Coworking Space nutzen und dann läuft das über Videokonferenz oder übers Telefon. Gibt es auch schon mal so von großen Firmen Anfragen, dass ihr möglicherweise auch solche Leute, die dann den großen Abspruch zur Selbstständigkeit nicht wagen, oder nicht schaffen oder dass ihr die dann möglicherweise vermitteln könnt oder passiert sowas kaum? Nee, bisher noch nicht. Also das sind alles so Dinge, die wir uns dann für die Zukunft wünschen. Natürlich wäre es super, wenn man sich jetzt auch vorstellt, es gibt sehr viele Pendler, wenn man die irgendwie abholen könnte, dass sie zum Beispiel, wenn sie für große Unternehmen tätig sind, dass sie nicht jedes Mal den Fahrtweg auf sich nehmen müssen, sondern sich bei uns reinsetzen können. Das ist eigentlich so das Ziel. Also da soll auch definitiv ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden. Es geht darum, Leute, also und auch mehr Ruhe. Es ist ja auch eine Lebensqualität, wenn man einfach nur kurz ins Coworking Space um die Ecke geht, als wenn man morgens eine Stunde oder eineinhalb im Auto sitzt, um nach Hamburg zur Arbeit zu kommen. Das ist eigentlich das Ziel. Ist das ein Privatunternehmen oder ist das staatlich oder? Das unterliegt der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Das heißt, das ist das Thema, Wirtschaft zu fördern, Wachstum zu fördern, neue Ideen zu finden. Also eine öffentliche Sache. Ja. Beschäftigung auch öffentlicher Dienst oder ist es so eine halbe Sache? Ja, es ist eine halbe Sache. Keine VBL-Versicherung dabei?
Nein, nicht das. Nee. Nein. Na gut, das ist ja nicht so wichtig. Und wie viele Personen seid ihr? Ich bin oben, wir sind eigentlich ein Team von 1, 2, 3. Wir haben insgesamt 4 Allianzpartner. Also wir sind nicht alleine, wir sind quasi der Hauptstandort und mit Initiator mit der WFA in Schwentinthal. Mhm. Das ist unser anderer Allianzpartner. Dann haben wir noch Niederlassungen in Niebel, in Neumünster und es gibt auch eine kleine Niederlassung in Kiel sogar. Ja. Und dort haben wir überall Mitarbeiter, die dann ein bisschen mitverantwortlich sind für die Coworking Spaces und dafür sorgen, dass es läuft und dass es funktioniert und dass es immer einen Ansprechpartner gibt. Und dann gibt es aber natürlich auch das Team in Tötz bei uns. Alles super nette Menschen, alle sehr, sehr hilfsbereit, die da auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gibt es eine bundesweite und Niederlassung oder ist es nur Schleswig-Holstein? Nee, wir sind nur in Schleswig-Holstein. Nur Schleswig-Holstein. Ja. Und woanders gibt es sowas, solche Einrichtungen? Coworking Spaces gibt es überall. Ach, gibt's überall. Die sind auch thematisch, aber dann auch alle ein bisschen anders gelagert. Wir sind eher so für die bodenständigen Leute, die froh sind, wenn sie dann dort sind und ihre Ruhe haben und sich auf ihren Job fokussieren können und sich konzentrieren können, die dann auch nicht so wirklich gestört werden wollen. Es gibt aber in Großstädten gibt es Sachen, die einen anderen Ablauf haben und ein anderes Konzept, wo es darum geht, Leute möglichst miteinander zu vernetzen, große Teams zu machen, ins Gespräch zu bringen und sich quasi gegenseitig zu fördern und so eine gemeinsame Welle, Bewegung ins Leben zu rufen. 40 Stunden oder? Nein, ich habe eine Teilzeitstelle. 40 Stunden würde ich jeden Tag? Machen. Ja, nicht ganz. Also zwei, drei Tage fahre ich nachher ganz vor, den Rest mache ich im Homeoffice. Ach so. Dann entwickelt sich jetzt mal der Gedanke vielleicht wieder, na, so ein bisschen Freizeit habe ich ja auch, könnte das möglicherweise lang dafür, dass ich das Studium weitermache oder meinst du nicht? Gehen die Gedanken da schon mal hin? Die waren auf jeden Fall im Hinterkopf, auf jeden Fall. Aber jetzt im Augenblick, es liegt immer was Neues an. Also jetzt auch durch die Cowork-Geschichte, da war auch gerade irgendwie so viel Bewegung und so viel los. Das Projekt läuft jetzt zum September aus und dann stehen wir quasi auf eigenen Beinen und können dann auch ein bisschen neue Wege gehen. Und ich glaube, das hängt alles so ein bisschen davon ab. Und auch die Einschulung des Sohnes und so weiter. Wir müssen, wenn wir uns da so ein bisschen eingegroovt haben und da entspannt sind, dann gibt es auch wieder Raum für andere Dinge. Okay, ich meine, du bist ja noch verhältnismäßig jung, aber trotzdem, ich sag mal, wenn du nur so 2, 3 Jahre, dass die Kinder dann aus dem Gröbsten raus sind, dass du sagst, gut, jetzt bin ich 45, ist das dann, sollte man das dann auch noch mal ruhig machen, zu studieren? Oder ist das zu spät? Nein. Also ich finde find ich nicht. Nee. Ich könnte auch was ganz anderes studieren. Ja. Das steht auch noch im Raum. Ja. Also ich fühle mich frisch im Kopf und ich finde, Studium ist immer eine besondere Herausforderung. Das hält einen auch jung, weil man dann in eine ganz neue Lernsituation kommt. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich in meinem Leben so viel lernen würde. Alleine, was das für ein Arbeitsaufwand war fürs Latinum. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man das auch nochmal macht. Ja, tatsächlich. Ja gut, okay, aber immer mit solchen Gedanken zu leben, ist auch nicht schlecht, nicht? Nee, aber ich bin da offen. Also ich, aber du bist auf jeden Fall bist du zufrieden, ne? Ja. Aber hast du denn jetzt, bleib mir mal bei der Arbeit jetzt. Die Arbeit, die macht dich glücklich und du machst es auch gerne. Ja. Könnte es sein, dass sich daraus nochmal wieder, du hast da so vieles schon gemacht in deinem Leben, dass sich aus dieser Position nochmal wieder arbeitsmäßig was anderes entwickelt? Oder meinst du, dass du jetzt bodenständig geworden bist und sagst, gut, jetzt habe ich eigentlich das gefunden, was ich gesucht habe, da bleibe ich auch bei. Oder du bist ja so ein bisschen variabel, sage ich mal. Ne? Variabel ist schön ausgedrückt. Nein, also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, meine Jobs gewechselt. Ich bin auch überall lange gewesen, wie bereits, so jung bin ich halt nicht mehr. Ja. Und es waren auch überall viele Jahre. Ich war, glaube ich, alleine 10 Jahre im Casino. Aber dann kam irgendwann so der Punkt, an dem ich das Gefühl hatte, so ja, das ist jetzt auch okay. Also ich kann jetzt auch einfach mal was Neues machen und mich selber weiterentwickeln. Und durch das Studium sind halt auch so diese redaktionellen Geschichten, da hat sich eine Tür geöffnet, sodass man da auch ein bisschen was machen konnte. Und ich bin eigentlich, auch wenn mein Lebenslauf nicht so scheint, schon beständig.
Und ich mache immer Sachen bis zu dem Punkt, an dem ich das Gefühl habe, ich kann hier jetzt auch nichts mehr reißen. Also jetzt bin ich so ja. durch damit. Jetzt bist du durch. Genau. Und dann suche ich mir was anderes. Dann suchst du was anderes. Genau. Und ich bin jetzt, da bin ich aber schon noch lange nicht. Also wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir haben viele Pläne. Ich habe tolle Chefs, die Lust haben auf mehr und die das Ganze mit ausbauen ja. wollen und die offen sind für Neues, für Ideen. Wir machen tolle Veranstaltungen und die Möglichkeiten sind einfach so groß und ja. deswegen werde ich da, glaube ich, noch eine ganze Weile bleiben. Ja, ich merke was dann irgendwann passiert, das kann niemand sagen und kann keiner wissen. Das aber weiß man nie, nee. Aber ich merke das schon, du bist ja von deinem Job voll und erzählst ja gerne darüber ja. und auch mit Inbrunst, dass man merkt, dass du stehst da voll dahinter und dir macht das halt unglaublich viel Spaß. Es ist aber auch eine tolle Sache, also ja. da, es gibt halt nichts, nichts Negatives dran. Ja. Es ist okay. schön, anderen Leuten dabei zu helfen, ihr Leben zu erleichtern oder mehr Komfort in ihr Leben zu bringen, mehr Zeit für sich selbst zu haben. Und auch dabei natürlich ihre Ideen zu verwirklichen. Und wir können denen nicht nur die Räumlichkeiten bieten, sondern wir haben auch die professionellen Berater, die wir denen zur ja. Seite stellen können, damit sie wissen, wo sie Förderung beantragen können, wo sie was erfahren, wer welche Informationen und so weiter. Ah, die ebnen praktisch den Weg. Wir haben in allen Bereichen. Ne? So sieht's aus. Und das ist, ist eine tolle da Sache. Da lernst du ja sicher auch sehr viel dabei. Ja. Ne? Sag mal, würde es denn eine Möglichkeit geben, dich in diesem Budget selbstständig zu machen? Nein. Nicht? Nein. Also ein, du meinst so ein eigenes Coworking Space? Ja. Das trägt sich schwer. Also wenn man ein florierendes Coworking Space haben möchte, von dem man auch leben kann, dann müsste man sich schon Richtung Großstadt bewegen. Das muss auch sehr, sehr groß sein so. Dann, ja. weil die Leute für kleines Geld diese Arbeitsplätze bekommen. Also das, wie gesagt, es ist im Rahmen der Wirtschaftsförderung und wir stellen ja, ja. das quasi den Leuten zur Verfügung, mhm. damit sie, aber es geht da jetzt nicht darum, da ja. irgendwie Gewinn rauszuholen und das wäre, glaube ich, in dem Ausmaß auch schwierig und schwierig. Ich glaube auch bei uns schwierig, ja. Ah gut, okay. Muss ja auch nicht sein. Nee. Du fühlst dich da wohl und bist da glücklich, verdienst ja, auch ein paar Taler und das ist auch alles so. So sieht's aus. Ja, schön. Ja, prima, du hast einen tollen Job und hast auch eine tolle Familie. Und gibt es ja. denn auch Zeit für ein Hobby, wenn es dann überhaupt eins gibt? Ja, ich reite sehr gerne. Oh, eigenes Pferd? Ja. Eigenes Pferd. Schön. Ja, das findet auch nie ein Ende, man lernt jeden Tag dazu. Ja, Kinder alle reiten auch? Mein Kleiner, ja. Der Große hat keine Lust, aber der Kleine hat jetzt seit 2 Monaten reitet er jetzt. Hat einen Pflegepony bei uns im Stall. Super süß. Ja, super süß. Zauberhaft. Und ja, klappt gut. Ich hoffe, dass ich wenigstens einen dafür begeistern kann. Weil der andere wehrt sich mit Händen und Füßen, der möchte nicht reiten. Aber will ich auch, also ihn will auch keiner zwingen. Aber er hätte alle Möglichkeiten gehabt. Er hat 2-3 Mal sogar probiert, wollte mit, aber hat festgestellt. Sind wir runtergefahren? Nein, nicht, na Gott natürlich sei Dank. Nicht. Nee. Wäre auch nicht so hoch, ist es ein Chatty. Wir meinen Ding allerdings auch nicht. Aber das ist anders. Was hat er denn, liebe Fußball? Oder? Ein bisschen Fußball, er daddelt so ein bisschen mit seinem Papa. Wir fahren ab und zu zum Turnen hier in Kiel zum THW. Das finde ich zum Beispiel super. Schön. Aber wir suchen noch. Er mal meinte, er hat Lust auf Karate. Wie alt ist er? 6. Ja, da hat er doch Zeit. Ja, er hat Zeit. Das kommt also, irgendwann kommt das mal, genau. dass er den richtigen Weg findet, ne? Davon gehe ich aus. Aber wir achten darauf, dass, also die sind sowieso beide sehr aktiv und schwer unterwegs. Also von daher machen wir uns da nicht viele Gedanken. Gibt es denn in der Familie dann auch mal Urlaub? Ja. Geht es da irgendwo immer bestimmte Ziele oder immer mal was anderes? Nein, wir reisen gern und viel und fern und meistens in südliche Regionen. Wir waren jetzt 2-mal in Amerika, das war auch super, sehr gerne. Ja. Ja, wir versuchen da uns immer irgendwas zusammenzuschustern, was möglich ist. Gut, naja, möglichst experimentell. Ja, 4 Personen ist ja dann ja auch immer ein finanzieller Aufwand. Ist ja jetzt so wird es teuer. Ne? Also war davor natürlich alles recht entspannt, aber jetzt merkt man schon, jetzt sowieso Corona-bedingt durch den Krieg in der Ukraine und so weiter und so fort. Da kommen jetzt einige Faktoren hinzu, aber jetzt ist kaum zu unglücklich. Ja. Aber die Kinder, das war doch mal so, bis zu einem gewissen Alter waren die im Flugzeug frei. Ist das einige immer noch so? Ja, bis 2. Bis dann 2? Muss man, ja. Oh. Dann muss man aber das war, glaube ich, mal mehr, ne? Das weiß ich nicht Älter so genau. Älter meine ich. Ja? Na, also gut. Wir mussten den beide mit 2, dann mussten sie ein eigenes Flugzeug. Das war natürlich ideal.
Aber jetzt wäre der eine, würde doch auch noch ausfallen, ne? Oder ist er schon zwei? Ja, dreieinhalb ist er schon. Dreieinhalb. Jetzt ja, kosten die, beide die leider. Die müssen voll zahlen, nicht? Halbe Plätze gibt es da nicht, oder? Nicht. Also ich weiß nicht, wie das im Flieger aussieht, das kann ich gar nicht. Aber ich glaube, die müssen voll zahlen. Ja, ja. Im Hotel ist es dann noch ein bisschen günstiger. Aber auch da ist der Große nicht mehr wirklich billig. Der ist auch schon richtig teuer. Also, wie gesagt, gut. Im Augenblick ist aber sowieso eine besondere Situation. Das war jetzt letztes Jahr. Naja, da war auch schon Corona dagegen. Ja, genau, ja. Genau, aber also stimmt. Und davor war er noch so klein, dass er noch nicht zahlen musste, der Lütte. Na gut. Wir gucken mal. Würde ich auch sagen. Also im Moment Fliegerei, wir wollten auch, aber wir haben uns alles abgeblockt. Das ist ja, der Umstand ist ja doch sehr, sehr, sehr groß. Ne? Ich meine, dass du siehst, diese Mengen da in den Flughäfen und dann in den Flugzeugen selbst auch. Man hört das ja immer wieder, das ist ja gerade nicht gerade sehr glücklich. Also wir sind jetzt ein paar Mal geflogen. Wir waren jetzt im Sommer auch auf Kreta. Ja. Fliegermaske und dann der Flughafen mit Hunderten von Menschen ohne Maske. Oh. Machte überhaupt gar keinen Sinn. Wir sind aber geimpft und geboostert. Ja. Und na, aber auch da kann es ja passieren, ne? Klar. Aber dann, ich schätze mal, man wird wahrscheinlich da sowieso nicht drum herum kommen. Nee. Und dann muss man da auch durch. Okay. Eins habe ich noch. Ja. Zum Schluss, ja. War ein interessantes Gespräch übrigens. Gibt es irgendwie ein besonderes Ereignis in deinem Leben? Ich sage es mal ganz gerne ein Highlight. Nicht Kinder kriegen oder Heirat oder sowas. Das ist ja normalerweise eine übliche Angelegenheit. Aber irgendwas so außerhalb deines familiären Lebens. Irgendwie ein Erlebnis, wo du sagst, ich habe schon viel erlebt, aber da war was Besonderes. Außerhalb meines familiären Lebens? Möglichst. Möglichst. Ich glaube, nicht gegen die Familie. Nee, es gibt viele Sachen. Also meine Auslandsaufenthalte im Rahmen des Studiums waren super. Es war eine ganz tolle Zeit, auch mal wirklich so auf eigenen Beinen zu stehen. Ja. Von der Familie weit weg. Also da konnte man nicht sagen, Mami, ich brauche mal. Sondern man musste alles mit sich selber regeln. Das fand ich super. Mein Pferd ist mein persönliches Highlight eigentlich jeden Tag und immer wieder aufs Neue, schön, wenn ich in den Stall komme. Das ist doch toll. Jetzt Urlaub im Ausland, wo warst du denn? Ich war in Alicante in Spanien. Ja. Und dann war ich noch einen Monat. Au pair oder was? Nee, ich habe dort studiert. Erasmus. So. Ah ja. Stipendium. Und dann war ich, das war aber privat organisiert, aber auch mit Sprachkurs begleitet in Frankreich, in Nizza. Wunderbar. Schönes Leben gehabt. Ja. Bis jetzt und auch immer weiterhin. Noch. Sehr zufriedenstellend. Auch weiterhin. Sehr glücklich. Marga, ich bedanke mich bei dir, dass du bei mir warst. Ich wünsche dir für die Zukunft im Job, natürlich auch in der Familie, alles, alles Gute. Viel, viel Gesundheit. Und sag nochmal danke, dass du bei mir warst. Herzlichen Dank. Kann ich alles nur zurückgeben. War schön bei dir. Ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss. So, meine Damen und Herren, das warten wir mal wieder eine Dame. In der nächsten Woche haben wir einen ganz besonderen Herrn, das ist Ralf Rayé. Ralf Rayé wird hier eine ganze Sache hier aufhängen. Das ist ein Künstler und auch gleichzeitig ein Lehrer. Der ist so ein Puppenbauer und Marionetten und alles Mögliche. Und da hat sie mir gesagt, Gerd, ich bring was mit, das hängen wir hier alles auf. Setzen wir dir hier, das wird also eine bunte Show. Freue ich mich drauf. Und immer mal wieder was anderes. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch dabei sind und sagt für heute danke, schönen Abend noch und tschüss und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Tschüss.